Guten Tag, mein Name ist Clara Mavella und ich leite das Institut für Cultural Entrepreneurship in Berlin. Heute sind wir in Helsinki bei der Finnish Cultural Foundation. Mein Gast ist Maria-Leena Peters-Arjava. Sie ist der Executive Director of the Miriam Helene International Singing Competition. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Willkommen, Maria-Leena. Hello, Maria-Leena. Hallo, Maria-Leena. Schön, dass Sie da sind. Wir können uns ein bisschen über Ihre Arbeit unterhalten und ich freue mich sehr darauf. Aber zuallererst möchte ich Sie bitten, sich vorzustellen. Hallo, ich bin Maria-Leena Peters-Arjava und ich arbeite bei der Finnischen Kulturstiftung in Helsinki als Geschäftsführerin des Gesangswettbewerbes Miriam Helene. Was bedeutet das für Ihre Rolle innerhalb der Stiftung, dass Sie für diesen Gesangswettbewerb zuständig sind? Die Finnische Kulturstiftung hat verschiedene Aktivitäten. Wir verleihen Preise, wir vergeben Stipendiate und wir führen auch Projekte. Dazu gehört der internationale Miriam Helene Gesangswettbewerb. Das ist eigentlich die internationale Aktivität, die wir ausüben. Und dafür bin ich zuständig. Es ist ein Projekt, aber eigentlich eine ständige Aktivität, obwohl der Wettbewerb nur alle 5 Jahre stattfindet. Wer war denn Miriam Helene? Danke für diese Frage. Sie war Professorin und auch Sängerin. Miriam Helene hat sehr lange als Lehrerin bei der Sibelius-Akademie gearbeitet. Das war die größte Musikhochschule in Finnland, bevor die Kunsthochschulen zusammengekommen sind in der Finnischen Kunsthochschule. Da hat sie sehr lange gearbeitet und hat Sänger, Sängerinnen ausgebildet für das höchste internationale Niveau. Und nach der Berentung wollte sie einen Traum in Erfüllung bringen und hat eine Schenkung gemacht an die Finnische Kulturstiftung, damit wir diesen Wettbewerb in ihrem Namen durchführen würden als internationalen Gesangswettbewerb. Der erste Wettbewerb fand im Jahr 1984 statt und findet seit 30 Jahren statt. Wer nimmt denn teil? Es ist ein internationaler Wettbewerb. Es gibt eine Altersgrenze. Es gibt eine Kategorie für Männer und eine für Frauen. Jede Nationalität kann stattfinden und wir bekommen sehr viele Anmeldungen. Letztes Jahr waren es 326 aus 51 Ländern und es war natürlich sehr schwer, sich zu entscheiden, denn die Qualität der Sänger, der Sängerinnen war sehr hoch. Es gibt Entscheidungen, es gibt einen Durchgang mit 61 Bewerbern, in diesem Fall 2014. Dann fängt man damit an und versucht, einen auszusuchen und eine auszusuchen für die beiden Kategorien Mann und Frau. Und was ist Ihre Funktion? Was gefällt Ihnen denn an dieser Arbeit? Ich muss sagen, dass ich selber als Musikpädagogin gearbeitet habe, aber auch in der Verwaltung viele Jahre lang. Und ich bin immer dabei, die finnische Kultur gewissermaßen zu fördern. Ich will es den jungen Künstlern ermöglichen, zuerst eine Ausbildung zu bekommen und dann selber in den Kunstberuf hineinzuwachsen und Möglichkeiten zu bekommen, tätig zu werden, auch international. Der Wettbewerb ist, wie könnte man das erklären, ein Ort, eine Plattform, eine Tür für die internationale Karriere. Heutzutage gibt es ja das Internet und Streaming und solche Wettbewerbe sind wunderbare Orte. Es sind richtige Möglichkeiten für die Sänger und Sängerinnen, ihre Begabung der ganzen Welt darzustellen mit millionenfachen Zuschauern. Es ist auch sehr gut für den Lebenslauf, wenn man im Wettbewerb gestreamt wird und teilnimmt an unserem Wettbewerb. Internationale Wettbewerbe haben immer eine wichtige Rolle zu erfüllen. Bleiben wir ein bisschen bei der Finnischen Kulturstiftung. Ja, das wollen wir machen. Wie fing das an? Die Finnische Kulturstiftung
wurde 1939 gegründet. Der Verein eigentlich schon 37, aber die Stiftung an sich 1939. Und die Anfangsgeschichte ist eigentlich einmalig. Als Gegengewicht für die schwedisch sprechenden Stiftungen und wissenschaftliche Vereine gab es die Idee und den Wunsch, unter Finnischsprachigen die finnische Kultur und die finnische Wissenschaft zu fördern. Und auch diese Geschichte ist ganz interessant und einmalig, denn es waren, glaube ich, 30.000 Kinder, die losgezogen sind in allen Ortschaften Finnlands und haben nach Spenden gebeten von allen in der Bevölkerung. 170.000 Menschen haben kleinere oder größere Spenden beigetragen und wollten Teil des Projektes sein, die finnische Kultur zu fördern und eine Stiftung zu gründen. Auch danach haben wir natürlich Spenden, Zuwendungen bekommen und sind immer gewachsen und gehören zu den größten Privatstiftungen Europas. Es ist eine gemeinnützige Stiftung, die heutzutage Stipendiate vergibt und auch private Projekte, Kulturprojekte durchführt. Wir vergeben Preise und wir haben auch Kunstversammlungen. Dazu gehört eine Sammlung der Saiteninstrumente, die zu den Größen Europas gehört. Na, wunderbar. Aber wie funktioniert das? Ich als junger Mensch will vielleicht finanziert werden für meine Laufbahn, mein Projekt, meine Ausbildung. Wie mache ich das? Wir fangen jedes Jahr neu an. Man kann sich anmelden, man kann ein Stipendium beantragen, jedes Jahr. Die Anmeldefristen sind Ende Oktober. Die zentrale Stiftung und die regionalen Stiftungen zusammen erhalten ungefähr 80.000 Bewerbungen im Jahr. Zentral sind das 9.000. Diese werden dann bearbeitet und auch da haben wir ein einmaliges Verfahren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, denn vielleicht sind wir Vorbild für andere. Alles wird ehrenamtlich gemacht. Wenn man die finnische Kultur fördern oder unterstützen möchte, kann man das durch eine Spende tun oder auch sein Wissen einbringen als Experte und in einem Fachausschuss mitwirken. Das sind die Leute, die die Anträge bearbeiten und die Projekte und die Stipendiate aussuchen für das bestimmte Jahr. Wir haben 40 Fachausschüsse für die jeweiligen Kunst- und Wissenschaftsbereiche und die Mitarbeiter in diesen Ausschüssen sitzen da und sortieren, welche Anträge sie unterstützen wollen. Es gibt kein Honorar für diese Arbeit und jedes Jahr werden die Experten ausgetauscht, sodass wir tatsächlich behaupten können, dass es sich um ein demokratisches Verfahren handelt, langfristig gesehen. Betreuen Sie dann Ihre Bewerber, Ihre Künstler oder Wissenschaftler? Nein, wir vergeben die Stipendiate und Preise einmal im Jahr. Eine Nachfolgearbeit gibt es nicht wirklich, weil es sich um so viele Menschen handelt. Muss man zum Beispiel Finne sein, um sich zu beantragen? Die Bewerber kommen aus allen Bereichen. Es können Studenten sein, es können Künstler sein, es können Wissenschaftler sein, die Forschungsprojekte finanzieren möchten. Das heißt, auch Gruppen können sich melden, auch Unternehmen oder Vereine. Aber man muss nicht unbedingt zum Beispiel einen Hochschulabschluss haben. Es ist ganz offen. Alle Ausbildungsebenen sind möglich. Ich habe den Eindruck, dass Finnland sehr verankert ist in der natürlichen Umgebung, im Wald zum Beispiel. Sind Sie auch der Meinung? Und wie widerspiegelt sich das in im Kulturleben? Das ist eine interessante Frage. Ich habe auch vor einigen Tagen darüber nachgedacht. Es geht um unsere Wahrnehmung.
Wie rezipieren wir die künstlerischen und wissenschaftlichen Eindrücke, die wir haben? Wenn wir zum Beispiel Musik hören, suchen wir nach einer Erklärung in Bildform aus der Naturwelt. Zum Beispiel, wir hören die Musik von Sibelius und deuten wir diese Musik mit Naturbildern. Es ist ein Fenster oder der Winter, solche Sachen. Und es wäre sehr interessant, eine Vergleichsstudie durchzuführen. Wie wird ein Musikstück in verschiedenen Kulturbereichen gedeutet? Ich glaube schon, dass die Finnen ihre Naturwelt immer sehr präsent haben, wenn sie die Kultur, die Musik wahrnehmen. Wir sind noch sehr stark verankert. Sie haben auch erwähnt, dass Sie nicht nur Kulturfragen fördern, sondern auch wissenschaftliche. Ja, es geht immer noch um Stipendiate und spezifische Forschungsprojekte. Das heißt, wir versuchen als Stiftung sehr aktiv in diesem Bereich zu sein. Es gab eine Zeit, wo wir wirklich nur Zuschüsse gegeben haben, aber jetzt wollen wir uns aktiver einbringen in das Kultur- und das Wissenschaftsleben, in Projekten eingebunden sein. Als Beispiel, wir hatten ein Projekt, wo wir versucht haben, die finnischen Bibliotheken zu unterstützen. Die Finanzierung für die Bucherwerbe wurden von der Regierung zurückgestrichen und wir haben gesagt, dass wir als Stiftung Geld für die Buchankäufe geben würden, wenn sie mehr Bücher einkaufen würden, um die Bibliotheken am Leben zu halten in Finnland, damit sie ihre Sammlungen immer bereichern. Es war ein sehr erfolgreiches Projekt. Es gibt auch andere Projekte, zum Beispiel, ich muss jetzt prüfen. Ja, zum Beispiel, wir haben ein Projekt für Migranten und ihre Sprachen und versuchen, wie kann man das so erklären? Wir versuchen, Sprache zu fördern bei den Migranten, die nach Finnland kommen. Und wir hatten sehr gute Ergebnisse. Im Jahr 2016 und auch in 2015 ist das ganz aktuell. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und gerade mit der Musik, mit der nichtverbalen Kommunikation, wenn man die Sprache noch nicht kennt, kann man so wunderbar kommunizieren. Könnten Sie das bestätigen aus der Erfahrung, dass man über die Musik sehr gut kommunizieren kann, ohne unbedingt die Sprache zu kennen? Na gut, bei diesem Projekt ging es nicht um die Musik, es ging um darum, wie man Unterricht in der eigenen Sprache anbieten kann, damit sie die finnische Sprache über die eigene Sprache erlernen können und auch über Finnland. Ach so, das lief über die Sprache, gut. Aber bleiben wir ein bisschen bei der finnischen Sprache, denn für Außenseite klingt Finnisch ganz anders. Wie kann man Finnisch singen? Eigentlich ist es eine ganz einfache Sprache zum Singen, denn wir haben sehr viele Vokale, ob einfache Laute oder Doppellaute, Vokale, die aneinandergereiht sind, und durch die Vokale ist eine Sprache leichter zu singen. Außerdem betonen wir immer die erste Silbe im Wort. Und es gibt kaum Wörter mit nur einer Silbe. Dadurch, dass wir sehr lange Wörter haben, lässt sich die Sprache sehr leicht singen. Wir haben jetzt Weihnachten. Haben Sie ein besonderes Weihnachtslied für uns? Gut, es sind immer internationale Melodien, aber ich könnte ein Beispiel bieten, zum Beispiel so.
Das ist unvorbereitet. Aber wir haben diese langen Vokale und das trägt die Musik. Wir wollen ein bisschen länger vom Singen sprechen, denn das ist Ihre Ausbildung, Ihr Fach. Welches persönliche Interesse haben Sie? Ich bin in einer Familie groß geworden, wo sehr viel gesungen wurde und das war immer Teil meines Lebens, das Singen. Ich bin selber Klavierspielerin von Beruf, aber ich habe immer gesungen. Und die Volkslieder, die finnischen Melodien, liegen mir sehr am Herzen. Aber ich wurde auch ausgebildet, als ich selber an der Sibelius Akademie studiert habe, auch im Gesangfach. Und ich habe immer viel mit den Sängern und Sängerinnen zusammengearbeitet, bei Operinszenierungen oder bei der Betreuung unserer Sänger. Deswegen kenne ich mich ziemlich aus. Und bei diesem internationalen Wettbewerb, den ich gerne größer verbreiten möchte, liegt mir das sehr am Herzen. Ja, das ist alles fantastisch. Ich möchte fragen, in Zusammenhang mit den Künsten und den Wissenschaften und der Kulturstiftung Finnlands, warum es so wichtig ist für Finnland, diesen Schwerpunkt der Kulturidentität zu setzen. Das hat mit unserer Geschichte zu tun, glaube ich. Denn wir waren fast 800 Jahre im Schwedischen Reich, dann ein Jahrhundert bei den Russen. Unabhängigkeit erreichten wir im Jahr 1917. Anfang des 20. Jahrhunderts war das Kulturleben noch sehr schwedisch-russisch geprägt. Und zu Ende des 19. Jahrhunderts war es für die Finnischsprachigen sehr wichtig, ein eigenes Kulturleben zu pflegen. Es kam zur nationalromantischen Ära und die Kultur, die Künste, die Wissenschaften haben angefangen, sich für die finnische Tradition und die finnische Kultur zu interessieren. Das kann man bei der Kunst, bei der Musik beobachten, zum Beispiel bei Sibelius. Wir begehen ja in diesem Jahr 2015 den 150. Geburtstag von Sibelius. Auch in anderen Formen ist das sichtbar. Und wie schon gesagt, die finnische Kulturstiftung ist auch aus dieser Tradition gewachsen. Ja, das ist fantastische Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn andere Länder so etwas hätten. Sie haben uns sehr viel Faszinierendes erzählt. Bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich erstmal fragen, welche Pläne hegen Sie noch für die Zukunft? Ich glaube, dass die finnische Kulturstiftung versucht, sehr aktiv zu werden, glaube ich, bei allen Aktivitäten. Natürlich geht es weiterhin um die normalen Verfahren, die Stipendien, die wir vergeben und die Preisverleihungen. Aber wir möchten auch alle beteiligen, alle Menschen in Finnland, damit sie Kunst- und Wissenschaftserlebnisse selber haben. Alle, dass diese Erlebnisse nicht bestimmten Gruppen vorbehalten werden. Und diese Projekte, die wir noch umsetzen wollen, werden diese Strategie verfolgen. Was mich persönlich betrifft, so freue ich mich auf das Jahr 2019. Dann gibt es den nächsten internationalen Miriam Helin Gesangswettbewerb. Und wir wollen das Wissen um unseren Wettbewerb verstärken, denn wir sind einer, wenn nicht der beste Gesangswettbewerb in der Welt, aber wir sind noch recht jung und viele kennen uns nicht weltweit. Und ich persönlich arbeite mit beim Weltverband der internationalen Musikwettbewerbe mit Sitz in Genf. Als Vizepräsidentin dieses Weltverbandes habe ich die Möglichkeit, die ganze Welt der Musikwettbewerbe zu verfolgen. Das ist fantastisch. Und da Sie so viel Erfahrung haben auf diesen verschiedenen Ebenen, was würden Sie denn empfehlen für junge Menschen, junge Künstler, die jetzt gerade zuhören
und über ihre Tätigkeit erfahren. Was sollte man bedenken, wenn man eine Laufbahn anfängt? Am Anfang der Laufbahn? Na gut, das kann natürlich sehr unterschiedlich ausfallen. Das Alter kann sehr unterschiedlich sein. Man kann sehr jung anfangen, als Kind. Oder man kann eine Laufbahn viel später lancieren. Aber ein Wettbewerb ist eine ausgezeichnete Plattform, eine solche Karriere zu entwickeln, denn man bekommt diese Sichtbarkeit. Aber es geht sehr viel um harte Arbeit. Und das hat Miriam Hillin immer gesagt, unsere Gründerin des Wettbewerbs. Sie hat gesagt, man muss hart arbeiten für diese Preise. Kaum wird etwas geschenkt und die Begabung an sich reicht nicht. Es ist harte Arbeit. Letztendlich, was zählt denn im Leben? Was für eine Frage. Ich denke, der Versuch, auf sein Herz zu hören, seinen Instinkten folgen, dem Leben einen Sinn zu geben, in dem man Wichtiges tut. Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und jeder Mensch kann etwas geben an die Gemeinschaft, an die Mitmenschen. Vielen Dank für die Zeit, Maria Lena. Vielen Dank für das Gespräch.